Leute, ich bin zurück mit einem neuen Format namens Free Gameplays. Und in diesem Format lade ich Videos hoch, die zum Beispiel Free Gameplay SG-Runde heißen oder so. Und in diesem Video ist einfach ein normales Gameplay vorhanden, wo ich Survival Games, Bad Wars, Sky Wars oder so spiele. Und natürlich meistens gewinne, da ich nur die Win-Runden nehme. Und ihr könnt euch das ganze Gameplay dann downloaden und in euren Videos, ohne mich zu erwähnen, verwenden. Und jetzt zeige ich euch, wer das Ganze downloadet und verwendet. Als erstes startet ihr euren Internet Explorer, wo ich gerade Google Chrome hernehme. Dann geht ihr auf das Suchfeld hier oben und gebt savefrom.net ein. Dann drückt ihr Enter und diese Domain bzw. Webseite findet ihr auf jeden Fall auch in meiner Videobeschreibung dieses Videos und der Gameplay-Videos. Fügen Sie einen Link ein, um ein Video herunterzuladen. Just insert a link. Dann öffnet ihr einen neuen Tab, geht auf YouTube. Geht in dem Fall auf das Gameplay-Video. Ich werde jetzt auf ein anderes gehen, weil das Gameplay-Video noch nicht hochgeladen wurde. Wenn ihr ein anderes nehmt, dann dürft ihr das aber nicht re-uploaden, außer ihr habt die Erlaubnis von mir, sonst melde ich euch natürlich. Dann, aber die Gameplay-Videos, wie gesagt, schon vorhin, sind auf jeden Fall erlaubt. Dann STRG&V und dann habt ihr es eingefügt. Wer nicht weiß, wie man kopiert, man macht das hier mit Linksklick, dann zieht man hier rüber, STRG, also STRG und C. Und dann hier STRG und V. Und dann fügt man ihn ein. Dann müsst ihr nur noch hier drücken. Und euer Video ist erschienen. Hier unten könnt ihr dann auswählen, was ihr downloaden wollt, wo wir natürlich MP4 downloaden. Sobald ihr das dann gedownloadet habt, wo es eigentlich kürzer sein müsste, aber das hier ist auch ein langes Video, kommen wir zum nächsten Schritt. So, da sind wir auch schon beim nächsten Schritt. Nämlich, ob mit dem Schnittprogramm Camtasia, Premiere Pro oder Windows Movie Maker, Lightworks, Sony Vegas, das ist komplett egal. Es geht eigentlich mit jedem Schnittprogramm. Und ja, dann seht ihr hier diese Ebene. Und dann müsst ihr halt auf Video und Audio trennen. Dann geht ihr auf die Audio und macht entfernen bzw. löschen. Wenn das bei euch nicht funktioniert, sucht ihr die Audioeffekte aus und stellt da den Sound leiser. Wenn das immer noch nicht funktioniert, also bei euch das nicht gibt, gibt es auch hier Audio bearbeiten und bei mir halt, und das könnt ihr dann lauter oder leiser stellen. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Und morgen kommt auf jeden Fall so ein Gameplay-Video raus. Und da wisst ihr genau, wie ihr das macht. Und dann wünsche ich euch noch einen mehligen Tag. Und ciao! Fresse!